Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Sie werden das am Fußballsong erraten haben und an meinem Outfit. Übrigens, das T-Shirt ziehe ich nicht jeden Tag an. Das sollte eigentlich klar sein. Ich ziehe das natürlich nur an, wenn ich diese Sendung mache. Dann ziehe ich es wieder aus. Wieder mit Fußballtröllchen. Ja, ich bin auch dabei. Ah, das ist ja ganz besonders geschickt hier. Ah, da sieht man gar nicht, dass du den Mund bewegst. Ah, das ist diese Ideen. Ah, das ist diese Evolution der guten Ideen. Legen wir mal los. Italien gegen Spanien. Heute mal kein Daten- oder Gewehrschießen oder sowas, sondern heute mal Statistik. Italien gegen Spanien. Statistik. Zu Hause 12 Spiele, 5 Siege, 5 Unentschieden. Niederlagen 2. Auswärts 12 Spiele. 1 Sieg, 7 Unentschieden, 4 Niederlagen. Gesamt 24. Ja, wenn man davon ausgeht, da sind hier die Spiele noch aufgelistet. Viele Freundschaftsspiele, die zählen für mich alle nicht. WM 1934, ja gut, war was Relevantes nehmen, das ist für mich nicht relevant. Das war die Zeit 1934 und die Zeitung, da war auch Schalke deutscher Meister. Da wird jetzt auch keiner sich die Statistiken angucken und sagen, ja, Schalke war mal deutscher Meister in den 30er Jahren, hat alle im Krieg waren. Die könnten es wieder werden, nein, werden sie nicht. So, EM 1980, Finalrunde. Spanien, Italien 0-0. EM 1988, Finalrunde. Italien, Spanien. 1-0. Was haben wir denn dann noch? WM 94, Viertelfinale. Italien, Spanien, 2-1. EM 2008, Viertelfinale. Spanien, Italien, 4-2 nach Elfmeterschießen. EM 2012, Vorrunde, Gruppe C. Spanien, Italien, 1-1. EM 2012, Finale. Spanien, Italien, 4-0. Ja, und die nächsten sind hier nicht, weil die haben noch nicht gespielt. Confederation Cup 2013 Halbfinale. Spanien, Italien 7-6 nach Elfmeterschießen. Ja, schwer zu sagen. Nach dieser Statistik, mal nochmal gucken. Da wäre eigentlich die Bilanz zugunsten Spanien. Bilanz Italien gegen Spanien. Also auswärts hat Italien gegen Spanien 4-mal verloren. Dagegen hat es aber nur 2-mal gewonnen. Wenn man danach geht, müssten sie gewinnen. Aber sie wissen ja, wie das ist. Objektiv, wie die Sendung ist, wird das ausgewürfelt. Da Lippo total verzweifelt. Ich habe keine Ahnung. Heute sogar mit 4 Würfeln. 1-2, 4 Würfel, die beiden niedrigsten Zahlen ergeben das Ergebnis. Die erste Zahl ergibt, nein, das kann ja gar nicht sein, was mache ich hier? Die erste Zahl ergibt dann nach Italien, die von niedrig nach oben. Mann, wer gewinnt denn nur? Nein, natürlich nicht, die erste Zahl. Erstmal Italien 1. Das ist auch scheiße. Italien 4. Spanien 1. Italien gewinnt gegen Spanien. Zack, ich hab mal so entschieden. England gegen Island. Da müssen wir uns nochmal hier das ändern hier. So live eingegeben. England. Island. Ich könnte mir vorstellen, dass sie selten gegeneinander gespielt haben. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass die oft gespielt haben. Mal kurz gucken, wie weit ist der Fußball-Sound hier. Ich starte mal noch von vorne. Ich entschuldige mich auch. Letztes Mal, ich vergessen, den Fußball-Sound anzumachen. Das kann doch nicht sein, Herr Lippo. So was Vergessliches in so wichtigen Videos. Fußball. Lebensinhalt vieler Völker. Was machen wir nur ohne Fußball? Fußball können sie auch zugucken, wenn sie keine Ahnung haben. Beim Schach, wenn sie kein Schach spielen können, und da gucken sie zu. Da können sie auch Hörspiele in Latein anhören, da haben sie auch gehört, verstehen sie auch nichts von. Was haben wir denn? Die haben die überhaupt schon gegeneinander gespielt. Wow, what's this? Bin ich nie gelandet. Da muss ich das so. Ich glaube, die haben noch gar nicht gegeneinander gespielt. Wäre durchaus denkbar. Die haben ja die Mannschaften aufgestockt, dass Island sich noch gar nicht qualifiziert hatte vorher. Ist natürlich klar, wenn ich natürlich jetzt hier ein kleines Land bin, meinetwegen, qualifiziere mich nie, immer knapp gescheitert, und dann werden die Mannschaften aufgestockt, dass mehr Mannschaften sich qualifizieren können, und zack, bin ich drin. Irgendwie hört sich das für mich eher an wie, je mehr Mannschaften drin sind, desto mehr Geldgeber sind da. Da ist wieder hier. Egal, das ist nicht Thema dieser Sendung. Erster Würfel. Wie spielt denn England? Wie viele Tore? Ein Tor für England, 2 Tore für Island. Ja, es wäre eine schöne Überraschung. Aber lassen wir Fußballtrollchen reden.
Ja, das sind alles keine großen Überraschungen. Ich hab schon wieder vergessen, wie Italien gegen Spanien spielt. Ich glaube, Italien war ein Gewinn gegen Spanien. Das ist ja keine Statistik. Das ist so. Da müssten mehr Spiele für gespielt sein, außerdem sind das ja immer andere Spieler, die da spielen. Das sind ja nicht immer die gleichen Mannschaften. Also die gleichen Spieler, die auf dem Platz laufen. England gewinnt gegen Island, das ist eigentlich ganz klar. Es sei denn, Island ist in Topform und England sind sie alle magenkrank. So, ich verabschiede mich mal. Sag tschüss, bis zum nächsten Mal. Hier, gucken Sie mal, so macht man das nicht. Blatt vor Mund halten. Da sieht man auch nicht den Mund sich bewegen. Ah, mein Haken, der zuckt schon vor Begeisterung. Ich muss wieder an meinen Spannungshaken gehängt werden. Und tschüss, Leute, bis zum nächsten Mal. So, das war die Sendung für heute. Fußballfieber. Ich wollte eigentlich auf diesem fantastischen Gerät hier. Meine Güte, wie kann ich so vergesslich sein? Die Ergebnisse notieren. Unfassbar, ich muss mal mein Auge reiben. Aber ich pule, ich zwirbel ich mein Auge nicht aus der Augenhöhle raus. Das sollte nicht sein. Wie war das? Italien 1-2, England gegen Island. Was ist denn los hier? Wieso lässt sich dieses fantastische Gadget nicht benutzen? Lippos Anzeigetafel. Hier, da sehen Sie es. Die fragen sich wahrscheinlich, warum holt der Lippo sich eigentlich diese Überraschungseier? Was ist das denn für ein Sinn? Das kann doch nicht sein. Ja, der Lippo holt sich die Ü-Eier. Mit Tafel Schokolade will ich auf einmal wegfressen. Das kann nicht sein, deswegen ein Ü-Ei. Ein bisschen Schokolade essen. Der Lippo will abnehmen, muss vielleicht nicht, aber will die eiserne Willensstärke haben. Ich nehme ab. Wenn ich dann auf der Waage stehe, dann weine ich erstmal ins Kissen. Wird ja Sport machen. Da muss ich mich aber bewegen. Demnächst mache ich Licht im Keller. Da werde ich eine Steckdose in den Keller anbringen. Habe ich 15 Jahre nicht gemacht. Da mache ich mir an diese Steckdose mache ich mir eine Dreiersteckdose. Da werde ich den Keller noch ein bisschen aufräumen. Ich bin sogar schon in der Idee, ich könnte. Da muss ich das so machen, dass ich von innen abschließen kann im Keller. Man weiß ja nicht, wie heiß dieser Sommer wird. Die Sommer werden ja immer heißer. Da muss der Lippo sich drauf einstellen, auf heiße Sommer. Und unterm Dach ist das nicht so praktisch. Dann kann der Lippo ja machen. Ich habe unter meinem Bett hier im Schlafzimmer habe ich noch so ein Rost drunter mit so einer Matratze drauf. Das kann ich dann quasi als zweites Bett drunter vorziehen, dass ich das dann in den Keller bringe. Wenn es dann zu heiß ist, als dramatische Notfallmaßnahme, schläft der Lippo dann im Keller. Da ist es eigentlich normalerweise kühler als oben. Dann schließe ich von innen ab, damit ich nicht hier von heißen Frauen sexuell genötigt werde im Keller. Kann er sein, heiße Blondinen und heiße, geile, knackende Weiber. Die laufen dann vor meinem Keller hin und her. Die kommen nicht rein. Lippo, lass uns rein. Der Lippo muss aber schlafen. Da muss auch mal sein. Ich sag mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Das nächste Mal ist dann hier das Viertelfinale. Das hat die auch mal ausgerechnet, wer gegen wen spielt. Sehen Sie sich das letzte Video an, wenn Sie wissen wollen, gegen wen spielt Deutschland im Viertelfinale. Das hab ich da. Ja, ich habe Erkundigungen angezogen, da habe ich das rausgefunden. Nicht genau, wer gegen wen, aber ungefähr. Tschüss, bis zum nächsten Mal.